Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, den Hans Edition. Ja. Gut. Das letzte Mal haben wir hier, glaube ich, neu geladen, weil irgendein Scheiß passiert ist. Irgendein schöner. Irgendwer wurde, glaube ich, totgeschossen oder totgeschlagen. Weiß ich gerade nicht mehr. Muss ich nachgucken. Ist jetzt eine Woche her, dass ich aufgenommen habe. Ich weiß nur noch, dass ich frustriert dann gespeichert habe und einen Cut gemacht habe, weil wir auch an der Zeit angekommen waren. Ah ja, der Bater. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Achso, hier die Gruppe war das wahrscheinlich. Das wird kein schneller Tod. Geldes. Da sind wir mal bei den Ogre-Berserkern, die war etwas weniger zipperlich. Ja? Sagt an. So. Geld und Geld. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Ja, mein Schatz. Was ist es diesmal? Böses entdecken. Gut. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Was hast du zu sagen? Es scheint, ihr Reisenden braucht Hilfe. Ein Glück, dass ich euch gefunden habe. Ich begegne nicht oft Reisenden in diesem Teil der Wildnis. Wenn ihr wollt, kann ich euch heilen. Ich verfüge über die nötigen Kenntnisse. Wir brauchen keine Heilung, Alter. Sicherlich, wir brauchen Heilung. Aber könnt ihr mir zuerst sagen, wer ihr seid? Ich bin ein Bader. Ich habe mich der Heilkunst verschrieben, um wieder gut zu machen, was ich in der Vergangenheit getan habe. Viele sind wegen einem törichten Akt der Nächstenliebe meinerseits gestorben. Ich habe einen Bruder, einen bösen Mann mit dem Namen Daveron. Er lebt, weil ich unfähig war, ihn zu töten, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Viele sind durch seine Hand gestorben, auch unser Vater. Ich habe gehört, dass er in diese Gegend gekommen ist und hoffe, ihn eines Tages zu treffen, um einen frühen Fehler zu korrigieren. Ihr scheint Abenteurer zu sein. Vielleicht kommt es ja dazu, dass ihr gegen meinen Bruder kämpft. Möglicherweise ist es aber nur Wunschdenken meinerseits. Doch nehmt dies, es hilft euch im Kampf gegen Anwender von Zaubern. Bewegt euch nicht und lasst mich meine Arbeit tun. Magiewiderstandstrank. Der heilt jetzt alle voll hier. Naja, halt so viel wie er Heilzauber hat und dann geht er. Ist aber schon mal nicht schlecht gewesen. Magiewiderstandstrank. So. Oh, ein Ghoul. Oh, viele Ghule. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Geld, Geld, Geld und Schrecken. Schrecken klingt toll. Und wir lernen es nicht. Schade.
Kobolde. Alles wegen des lieben Geldes. Ja? Das wird kein schneller Tod. Das wird kein schneller Tod. Oder vielleicht frostigen Tod. Geld, 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 Geld. Für euch tue ich alles. Und ein paar Pfeile. Können wir gerade da reinpacken? Wie? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, mal wieder eine Sirene. Oh, eine? Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ja, warum denn ich? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Anders kommen, dass jemand anders. Alles gut. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu so, die sind hinüber. Dann laufen wir mal von Kigen weg, solange. Wobei, haben wir ein Magieaufheben? Ja, haben wir. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Mist, und jetzt haben wir es abgebrochen. Ja, wie ihr wünscht. Das hebt zum Glück nicht lange, aber wenn es die halbe Gruppe trifft, ist es immer unpraktisch. So, Pfeile eben. Also, Perlen. Halten wir dich mal selber, halten wir dich auch mal selber. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Gut, ein paar Sirenen zu verkloppen. Ja, Sirenen, die böse Art der Nymphen. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier hoch und dann runter, hoch und runter. Bis wir alles aufgedeckt haben. Machen wir zwischendurch einen Quicksave. Also ja, mittlerweile sind Sirenen zum Glück nicht mehr so schlimm, wie sie vorher mal waren. Noch ein Ogrelon. Das wird kein schneller Tod. Ein normaler Ogre. Ich höre zu. Fürs Erste. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geld und ein Ring. Gut, damit haben wir hier aufgedeckt. Schwertküste. Ja, wir sind an der Schwertküste. Wer hätte das gedacht, dass wir an der Schwertküste sind? Ja, noch mehr Ogrelons. Fressbrennenden! Oder vielleicht frostigen! Lasst sie uns ordentlich verdreschen! Okay, es wird, glaube ich, langsam. Zeit für eine Rast, habe ich das Gefühl. Okay, jetzt ist unser Behälter voll. Das heißt, wir müssen bald mal was verkaufen. Ach, halt Zombies. Er hat euch hineingeladen.
Also düster Schrecken. Meine Zombies direkt. Kein schneller Tod. Ja, mein Schatz. Worum geht es diesmal? Gut. Die schweren Schritte von Oger reißen euch aus dem Schlaf. Schnell greift ihr nach euren Waffen und hofft, dass ihr noch, dass sie euch noch nicht entdeckt haben. Ja? Wie kann ich helfen? Was ist es diesmal? Warum hat sie alle ihre Zauber? Hat sie wieder Zauber? Nein. Ihr habt geläutet? Dieser Ball sah auch schon mal besser aus. So. Nochmal Schrecken. Aha. Wobei Schrecken du lernen solltest. Oh, wir haben Schrecken gelernt. Yay. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, dürfen wir jetzt in Ruhe rasten? Ja. Jael Kalles? Wie kann ich helfen? Vita Mortis. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Vita Mortis. So, dann füllen wir mal die Lebenspunkte wieder auf. Kergen kriegt auch eine Heilung. Weil er war ja schon ziemlich angeschlagen. Wie ihr wünscht. Er war so sehr angeschlagen, dass wir mit den 8 Stunden Rasten ihn nicht vollständig heilen konnten. Das wird kein schneller Tod. Eine Gruppe Schreckenswölfe. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Das war das ganze Gebiet, ja.
Gut.